Wir leben Wrestling. Planung rund um den Thunderdome. Dem Insider-Account WrestleVotes zufolge sieht WWE die Einführung des Thunderdome-Konzepts als einen Neustart an. So sollen mit dem neuen Präsentationskonzept auch frische Storylines gestartet werden. Dafür ist in den kommenden Tagen mit mindestens einem großen Comeback zu rechnen. Wie WWE über Twitter bekannt gab, wird außerdem Vince McMahon das Debüt des neuen Konzepts heute Nacht bei SmackDown persönlich eröffnen. Im Internet kursieren derweil schon erste Bilder der neuen Präsentationsart der Show, die im Rahmen der gestrigen Testläufe entstanden sind. In den nächsten Tagen ist bei WWE zudem ein sehr großes Segment zu erwarten. So soll die Ansetzung des Payback-Pay-Per-Views in bereits einer Woche mit einem so großen Cliffhanger gerechtfertigt werden, dass es direkt eine weitere Großveranstaltung als Follow-up brauche. Rey Mysterio unterschreibt neuen WWE-Vertrag. Nach Informationen des Wrestling Observers hat Rey Mysterio kürzlich einen neuen WWE-Vertrag mit einer Vertragsdauer von 3 Jahren unterzeichnet. Es heißt, dass der Marktführer dafür auch tief in die Tasche gegriffen haben soll und das Angebot finanziell sehr lukrativ für Mysterio war. Wie wir bereits berichteten, ist einer der Hauptgründe für den Verbleib Mysterios, dass er seinem Sohn Dominik einen bestmöglichen Start in seine In-Ring-Karriere ermöglichen möchte. Hintergründe zu Live-Publikum bei AEW. Wie wir bereits gestern berichteten, plant AEW zukünftig wieder Shows vor Live-Publikum zu veranstalten. Laut Dave Meltzer sollen dabei anfangs rund 500 Zuschauer vor Ort sein. Sollte dies gut laufen, könnte sich die Zahl der Zuschauer auf 750 erhöhen. Eine darauffolgende Erhöhung der Zuschauerzahl soll in naher Zukunft aber nicht geplant sein, um die Einhaltung des Social Distancings zu gewährleisten. Laut Dave Meltzer soll sich AEW für die Umsetzung ein Vorbild an den Shows der Independent Promotions Warriors Wrestling und Game Changer Wrestling genommen haben. Trotz Live-Crowd möchte AEW jedoch auch weiterhin manche Shows aufzeichnen, anstatt sie live auszustrahlen. Renee Young zu AEW? Wie der Wrestling Observer in Bezug auf eine Quelle aus dem privaten Umfeld der ehemaligen WWE-Angestellten berichtet, soll eine Anstellung von Renee Young bei All Elite Wrestling unausweichlich sein. Konkrete Gespräche zwischen den Parteien soll es jedoch bisher noch nicht gegeben haben. So habe die Promotion im Vorfeld nicht über die Entscheidung Youngs, die WWE zu verlassen, gewusst. Ebenso soll die Ehefrau des aktuellen AEW World Champions, Jon Moxley, eine Non-Compete-Klausel in ihrem Vertrag gehabt haben, womit ein Auftritt innerhalb der nächsten Wochen nicht möglich ist. Auch die Fernsehsender Fox und ESPN sollen an einer Verpflichtung Youngs interessiert sein. Mit dem Sender Fox hat Renee Young bereits in der Vergangenheit im Rahmen von WWE Backstage zusammengearbeitet. Wenn ihr Lust auf coole Zusatzformate habt und Spotfight gleichzeitig unterstützen wollt, dann werdet jetzt Kanalmitglied. Liked gern dieses Video und schreibt uns eure Meinungen. Und wenn ihr euch außerdem für aktuelle Wrestling-Analysen interessiert, schaut gern mal drüben auf dem Spotfight Podcast-Channel vorbei.